Sie wollten unbedingt, dass wir zusammen essen gehen. Ju hatte angeboten, sich um alle Kinder zu kümmern. Und so fand ich mich wieder mit Martin, Wendy und Isabel. Ist witzig. Immer wenn ich in New York in der U-Bahn bin, geht mir das Stück von Duke Ellington, Take the A-Train, durch den Kopf. Das ist ja wirklich interessant. Entschuldigung. Weißt du, was dir fehlt, Xavier? Dir fehlt eine Frau, die etwas schwach ist. Weißt du? Irgend so ein kleines Mauerblümchen wäre gut, die dich so sehr liebt, dass du sie hin und wieder manipulieren kannst. Xavier steht auf Hitzköpfe. Xavier lässt sich niemals in die Karten schauen. Ich glaube, er braucht eine, die sehr robust ist, keine zu zerbrechliche. Ja, aber süß. Wenn sie nicht süß ist, wenn sie zu tough ist, dann dreht er doch völlig durch. Also, ich habe den Eindruck, dass er auf jeden Fall eine sensible Frau braucht. Eine, die für ihn da ist. Ja, aber keine Klette. Wenn es eine Trantüte ist, die ihm dauernd auf die Pelle rückt, der drückt ihn das. Das kann ich gut verstehen. Ja, ihr habt recht, da stimme ich zu. Xavier, du brauchst eine Mischung aus uns dreien.